Und von Kultur unter dem freien Himmel kommen wir jetzt zu Kultur auf dem Sofa. Denn ein Roboter namens Marvin hat im Kultur- und Stadthistorischen Museum ganze Arbeit geleistet. Mit einem Laser filmte er einige Ausstellungsräume des KSMs, sodass Kulturliebhaber ganz bequem von zu Hause aus diese begutachten können. Und über den 360-Grad-Rundgang im KSM spreche ich jetzt mit der stellvertretenden Direktorin des Museums. Guten Abend, Frau Andrea Kropp, schön, dass Sie heute bei uns sind oder uns Hallo, zugeschaltet sind per guten Abend. Skype. Ja, Hallo, Frau guten Dr. Abend. Kropp, wie bekommt man oder man bekommt immer mehr mit, die Zeit des Coronavirus ist eben auch eine Zeit der neuen digitalen Ideen. Wie ist denn die Idee des 360-Grad-Rundgangs im Kultur- und Stadthistorischen Museum entstanden? Ja, die ist eigentlich im Rahmen der Smart City-Initiative der Stadt Duisburg entstanden und das auch ganz unabhängig von Corona. Ursprünglich geht es, oder es geht eigentlich bei diesem Projekt darum, verschiedene städtische Gebäude mit digitalen Innenaufnahmen zu erfassen. Und das Ganze unter verschiedenen Schwerpunkten. In einigen Fällen geht es dann darum, Rettungswege zu erfassen oder Steckdosen zu erfassen. Und bei uns ging es jetzt einfach darum, zu schauen, wie man diese Technik eben auch für den öffentlichen Nutzen halt anwenden kann. Und weil das Ganze digital ist, haben wir jetzt eben auch die Möglichkeit, einfach mal reinzuschauen und zu gucken, wie das Ganze aussieht. Vielleicht können Sie dabei einmal erklären, welche Ausstellungsteile ja Teil des 360-Grad-Rundgangs sind. Ja, zunächst haben wir unsere komplette stadtgeschichtliche Dauerausstellung 360 Grad mäßig erfasst, sodass wir jetzt also von der Eiszeit bis nahezu in die Gegenwart die Stadtgeschichte uns hier digital angucken können. Und darüber hinaus haben wir auch unsere Schatzkammer mit den Werken von Gerhard Mercator digital erfasst. Und dabei ist ja das Besondere, es gibt ja auch diese Points of Interest, oder? Genau, es ist viel mehr, als dass man nur einfach so durch die Räume geht auf diesem digitalen Weg, sondern wir haben als Museum auch die Möglichkeit, bestimmte Informationen zu hinterlegen, was man natürlich als Besucher gut zum Vorbereiten oder auch Nachbereiten des Besuchs nutzen kann. Wir haben die Möglichkeit, sowas wie digitale Schnitzeljagden oder dergleichen zu machen und damit also eben nochmal einen Zusatznutzen davon zu ziehen, der jetzt eben in mehr besteht, als dass man einfach nur die Räume anguckt, sondern dass man eben auch mit einem Informationsgewinn dann da wieder rausgeht. Und damit das Ganze möglich ist, hat eben im Vorhinein ein Roboter mit einem Scan die Ausstellungsräume ausgemessen. Mit wie viel Aufwand war das Ganze verbunden und wie lange hat das circa gedauert? Also für uns war eigentlich der Aufwand gar nicht so groß. Die technische Seite wurde durch die DVV, die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, begleitet, zusammen mit der Firma Navis. Das heißt, da hatten wir eigentlich sehr wenig Arbeit mit. Für uns ging es eher darum, zum Beispiel Fragen des Datenschutzes zu klären. Also wenn man Objekte, Fotografien und dergleichen in der Ausstellung sieht, das mussten wir eben klären, ob das in Ordnung ist. Und natürlich die Räumlichkeiten so vorbereiten, dass dieser Roboter, der ja schon relativ groß ist, da auch gut durchkommt. Und insofern, das war jetzt sozusagen ein kleiner Vorteil für uns, was diese Corona-bedingten Schließungen angeht. Da hatten wir natürlich jetzt sehr viel Zeit und Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Das 360-Grad-Rundgangsangebot ist ja kostenlos. Befürchten Sie dadurch nicht einen Besucherrückgang, vielleicht gerade zu Zeiten von Corona, bei dem man ja auf jeden angewiesen ist? Nee, die Sorge haben wir eigentlich nicht, weil ich denke, ein Museumsbesuch kann dadurch nicht ersetzt werden. Wenn man ins Museum geht, dann genießt man die Atmosphäre in den Räumlichkeiten. Die Objekte haben ihren eigenen Zauber. Und es geht natürlich auch darum, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, dass man zu Veranstaltungen geht, zu Führungen geht, dass man sich mit Leuten trifft, was auch immer. Und ich denke, das kann einfach durch so ein digitales Angebot überhaupt nicht ersetzt werden und soll natürlich auch nicht ersetzt werden. Wir sehen eigentlich eher die Möglichkeiten eben darin, dass Leute vielleicht dadurch überhaupt auf uns aufmerksam werden und sehen, dass es schön ist bei uns, dass es sich lohnt, mal in echt vorbeizukommen oder eben, dass man nochmal einzelne Dinge gezielt nachgucken kann. Okay, also der Rundgang ist wirklich keine Ersetzung eines Museumsbesuchs, sondern soll vielleicht eher Leute, die vielleicht nicht ins Museum gegangen wären, eher dazu hinleiten, mal ins Museum zu kommen. Also sie erwarten sich eher mehr Besucher durch dieses Angebot. Das wäre schön, genau, das hoffen wir. Und jetzt ist es ja eben so, dass der 360-Grad-Rundgang der erste große Schritt in Richtung Digitalisierung ist im Kultur- und Stadthistorischen Museum. Was kann man denn zukünftig, was das angeht, vielleicht noch erwarten? Also birgt diese Idee vielleicht noch mehr Möglichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, auch Museen sind und müssen auch zukünftig
noch mehr sich mit der digitalen Welt, mit den digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen. Wir haben jetzt zum einen diesen 360-Grad-Rundgang. Wir haben aber auch die Schließung dazu genutzt, endlich unseren Museumsblock ins Leben zu rufen. Die Idee hatten wir eigentlich schon länger, aber gerade zu Beginn eines solchen Projekts muss man da schon sehr viel Zeit auf die Konzeption aufwenden. Und das ist jetzt auch in den letzten Wochen gelungen, sodass jetzt also auch die Besucher und Interessierte eben auf unserer Homepage immer wieder neue Einblicke in unseren Museumsalltag erfahren können. Häufig auch eben mit Blicken hinter die Kulissen, was eigentlich so passiert, was man als Besucher normalerweise nicht mitbekommt. Und dann haben wir auch jetzt ganz in der letzten Woche ganz jung eröffnet die erste digitale Ausstellung, eine reine Online-Ausstellung. Erinnern, Gedenken, Abschied nehmen ist der Titel. Und da haben wir einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Das war ursprünglich ein bisschen anders geplant. Da sollte man schon auch wirklich hier im Museum mehr sehen. Aber wir haben jetzt geschafft, eben die Inhalte dieser Ausstellung einfach ins Internet zu verlegen. Und ich denke, das sind vielleicht Schritte, die man dann auch zukünftig unabhängig von Schließungen, sondern einfach als Erweiterung unseres Angebots ausbauen kann. Wir sind eigentlich schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen, aber vielleicht noch kurz zum Abschluss die Frage, was haben Sie denn so schon für Rückmeldungen von denjenigen bekommen, die ja digital Ihr Museum besucht haben? Bisher sehr positive. Also die das schon gesehen haben, ist ja noch relativ frisch auf unserer Website, sind aber alle ganz begeistert, weil es einfach beeindruckend ist, auf diese Weise auch nochmal durch die Räumlichkeiten zu gehen, dass einfach eine ganz andere Erfahrung ist, sich das so nochmal anzuschauen. Frau Dr. Grob, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank Ihnen. Wiedersehen.